Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir wieder einen Film aus. Ihr wisst ja, manchmal kaufe ich mir Filme, die ich schon länger auf dem Radar hatte oder die mich interessiert haben. Und dieses Mal ist es der Film Rush, Alles für den Sieg. Da geht es halt um zwei Formel-1-Fahrer, einmal um Niki Lauda und James Hunt, eine wahre Geschichte. Niki Lauda ist ja auch schon vor einiger Zeit leider gestorben, Gott hat ihn lieb. Und James Hunt ist ja schon vor längerer Zeit gestorben. Und das ist eine spannende Geschichte. Niki Lauda hat ja öfters da mal von erzählt, auch in RTL-Interviews. Und das wurde jetzt mal verfilmt. Beziehungsweise vor einigen Jahren schon, ich glaube 2014. Und hier haben wir den Film. Den habe ich mal auf meiner Arbeit gekauft, weil der reduziert war, 5,99 plus. Ich hatte einen Gutschein bekommen, also war der umsonst. Ist ab 12 Jahren freigegeben, gibt es neben der DVD aber auch auf Blu-ray. Haben die Schauspieler, ich glaube, das war Daniel Brühl. Steht doch hier, oben steht es bei ihm. Und das ist halt Chris Hemsworth, spricht man das so aus. Designname steht hier. Sehr merkwürdig, aber es ist so. Ja, ich mag ja auch Formel 1 gerne, deswegen wollte ich den Film mal schon länger haben. Und hier steht noch Golden Globe-Nominierung, bester Film und Daniel Brühl, bester Nebendarsteller. Dann haben wir hier die technischen Daten, die stehen hier. Laufzeit Hauptfilm 119 Minuten, Laufzeit Bonusmaterial 111 Minuten, Bild ist 2,40,1 bzw. 16,9. Ton ist Deutsch-Englisch, Dolby 5.1, Untertitel haben wir Deutsch. Deutsche Hörgeschädigte, englische Hörgeschädigte, Regionalcode 2. Das Ganze kommt von Universumfilm, beziehungsweise jetzt ist es ja Leonite. Und ja, hier haben wir die DVD-Fassung. Ich werde euch auch die Blu-ray sowie einen Trailer einfach unten in der Videobeschreibung schreiben, verlinken. Könnt ihr euch selbst kaufen, wenn ihr möchtet, beziehungsweise die Trailer ansehen. Ja, das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Und der Regisseur ist Ron Howard, Regisseur von Apollo 13 und A Beautiful Mind. Gucken wir mal rein. Oh, da ist schon was kaputt gegangen. Oder was ist die Folie? Ich weiß es nicht. Hier haben wir dann die DVD, das ist dasselbe Motiv. War da noch Folie dran? Ich habe es jetzt nicht mitgekriegt. Und wir haben ein Wettecover, das ich immer begrüße. Und das war mein kleines Unboxing zu Rush, Alles für den Sieg. Der lief auch schon im Fernsehen, da habe ich letztes Mal kurz reingeguckt. Aber ich konnte ihn nicht Ende gucken, hat mir da gefallen. Ansonsten, wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr mir gerne eure Meinung schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Würde mich über ein Like natürlich freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.